So, hallo liebe SWN-Zuschauer, liebe Freunde von SWN TV. Also ihr merkt schon, es ist ziemlich ruhig, allerweil auf meinem Kanal, bei uns im Fernsehen. Also es ist halt einfach auch nichts los, gell? Die ganze Zeit hat man ja so hohe Inzidenzwerte in Schweinfurt, hat man sich ja kaum vor die Tür getraut. Jetzt langsam geht es ja runter. Heute haben wir ja eine Inzidenz unter 100, unter 100. Und wenn es so weitergeht, dann denke ich mal, können wir auch wieder mal Essen in Franken machen. Freue ich mich schon tierisch drauf, endlich wieder mal im Biergarten irgendwo zu sitzen und mal richtig mal, ja, als politische Sache abzufeiern. Aber das geht dann noch gar nicht. Das soll man noch nicht machen. Ne? Also freue ich mich also tierisch drauf, dass man mal richtig wieder mal essen gehen kann. Und wer freut sich nicht drauf? Und ich würde mich auch mal freuen, wenn der Wildpark hier in Schweinfurt endlich mal wieder aufmacht. Und ja. Es ist ja bald nichts mehr auszuhalten, gell? Also jetzt kommen wir ja im Juni rein, der Sommer fängt also an. Und was haben wir das Jahr vor uns im Jahr gehabt? Nix, gell? Scheißdreckle, nix war's, ne? Ja, sonst haben wir schon im April oder so im Biergarten gesessen und heuer nix, nichts. Es ist nichts los, gell? Und wir dürfen ja nicht raus und die Schnauzenschoner haben immer noch drauf. Es kotzt langsam an, es kotzt langsam an. Jetzt, wenn man also anguckt, wie viele Leute hier geimpft werden in Deutschland, wie viel waren es jetzt, 45 Millionen oder irgendwas, Erstimpfungen. Na, und ja, das ist aber noch viel, viel zu wenig. Wenn man die Zeit jetzt bedenkt, von Januar, was sie angefangen haben, also Januar, was langsam losgegangen ist, bis jetzt, ist das viel, 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 viel zu wenig. Und wenn ich höre, dass die Ärzte keinen Impfstoff kriegen, da könnte ich doch kurz, könnte ich doch da. Warum funktioniert denn das nicht? Warum funktioniert denn das nicht? Was haben wir für Zipfel da an der Regierung, hä? Menschenskinder, du. Das müsste langsam mal ein Flutsch. Na, ich muss aber auch dazu sagen, es begegnen mir immer mehr Leute, die sagen, sie haben schon ein Joint drin oder vielleicht schon der zweite. Und das vielleicht liegt es auch mein Alter, dass ich immer mehr Ältere ja treffe, ne? Und dass die mir dann sagen, ah, sie haben schon zwei oder sind schon einmal geimpft. Aber es gibt immer noch viel, viel Menschen hier in Schweinfurt, die einfach noch gar nicht geimpft sind oder die einfach keinen Bock haben zum Impfen oder was weiß ich, gell? Aber also ich freue mich drauf, wenn endlich mal das vorangehen würde, ne? Wenn auch vielleicht mal die Kinder vielleicht mal geimpft werden oder so mit BioNTech oder was da jetzt freigegeben worden ist. Und das wäre doch mal eine super Sache, dass wir endlich wieder mal zu einem normalen Leben in Anführungsstrichli zurückkommen könnten. Ich bin ja mal gespannt, wie nach der dritten Welle, die ist ja angeblich nach Spahn, die ist ja beendet, bin ich mal gespannt, wie also diese dritte Welle, was sie für Folgen in Schweinfurt hinterlassen hat. Also es wird im nächsten Film kommen, wo ich wieder mal meinen Rundgang durch Schweinfurt mache und mal gucke, was hat sich da getan in Schweinfurt. Na. Also in der Weltpolitik, wenn man guckt, das Belarus, da mache ich mir gar nicht drüber aufregt, das ist ja sinnlos, darüber zu reden. Na. Die Israelis, naja. Wer da jetzt angefangen hat und warum, weshalb, weswegen, das will ich da auch gar nicht hören. Aber was ich scheiße finde, ich muss immer das schlimme Wort sagen, dass immer noch in Deutschland welche da sind, die auf offener Straße oder egal wo, ne, Menschen angreifen, die jüdischen Glaubens sind. Ich sag mal, habt ihr nicht alle Tassen im Schrank? Die Leute leben seit Hunderten von Jahren in Deutschland. Ne? Also, da hört es doch auf. Lass doch die Leute in Ruhe. Na, die können doch auch nichts dazu, wenn die Israelis eine falsche Entscheidung getroffen haben oder ob sie richtig war oder was. Darüber will ich mir jetzt gar nicht äußern. Aber lass doch die Menschen in Deutschland in Ruhe. Was haben die euch getan? Sag mal, sie fitzen noch mal. Wo leben denn wir? Na, also, glaubst du das, du? Da sind ja viele dabei, die sind so eingewandert, ne? Und dann führen sich dann so auf, na, wir lassen euch doch alle. Hört doch auf mit dem Scheiß. Hat euch doch keiner was getan. Menschenskinder, du. Muss ich mal ein Limo trinken, Frankenlimo natürlich. Ja, naja. Das hat sich bei uns privat getan, unsere kleine Greta, die bereitet uns immer noch Freude. Und ja, sie will allein aus, gell. Aber das zweite Problem, was wir ja haben nach der Pandemie, ist ja unser Wetter da draußen. Mensch, seit letztes Jahr November haben wir ja nur so ein Wetter.
Da erzählen uns immer von Erderwärmung, 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 ja wo? In Schweifert nicht. Wir saufen ja fast. Da musst du mal aufpassen mit dem Hund, wenn du raus willst, ne? Dass er mal 10 Minuten gerade. Das, Entschuldigung, jetzt habe ich mal niesen müssen, gell? Das sind die Bohlen, wo da rumfliegen. Die Bohlen fliegen da rum. Nee, ich meine natürlich die Pollen, ne? Und die können wir in die Nasen rein. Und jetzt im November, überlegen wir, seit November haben wir so ein Wetter. Das ist doch grauenvoll. Bei uns in der Wohnung ist Gold. Wir überlegen, sollen wir die Heizung wieder anmachen? Und wegen Erderwärmung. Wir überlegen, ob wir die Wohnung wieder erwärmen. Nein, ich weiß, dass die Erderwärmung gibt. Aber aus immer an der falschen Stelle. Ne? Was nützt ihr dann an der Antarktis oder in Russland? Die sind die Kälte gewöhnt. Ne? Mir ein Schweifert können sie gebrauchen. Ja, ich weiß es, dann viele sagen, ich war da dummes Zeug, da haben wir kein Wasser und so. Ne? Wir müssen ja den Wasserpegel vor 10 Jahren, der sich abgebaut hat, jetzt wieder auffüllen. Aber dann ist alles in 1 Jahr. Mensch, ich will ja auch mal wieder mal raus. Die Greta hat schon schlechte Stimmung, hat Depressionen. Weil sie nicht raus kann. Das ist doch grauenvoll, Jesus muss ich ein Regenmäntel anziehen. Das macht doch keinen Spaß mehr. Nicht einmal am Balkon ganz hinaus jetzt. Da sitzt du 10 Minuten, da kommt ein Schauer, da meinst du, geht die Welt unter. Petrus, hallo. Da muss ich mal was ändern. Bis in spätestens im Juni. So kann das nicht weitergehen. Also nee, du, also, letztes Jahr sind wir noch fast, haben wir eine Hitze gehabt, gell? Und vorletztes Jahr eine Hitze und das Jahr zuvor eine Hitze. Und das ist ja so eingekält, ne? Und das Schlimme ist, jetzt, man will ja, dass man sagt, wir fahren mal irgendwo hin oder hauen mal ab, ne? Und dann lassen wir uns mal in die Sonne irgendwo auf dem Pelz brennen. Aber wenn du so guckst, so in Italien und so, ist auch nichts Besonderes mit dem Wetter, ne? Die haben auch nicht gerade das wunderschöne, helle Wetter, wie sie sonst immer hatten, ne? Ne? Aber selbst wenn du jetzt da drüber fahren wolltest, da sind sie Auto nach und schreibst im Facebook einen Post, ich fahre in Urlaub. Dann kriegst du gleich blöde Kommentare, bleib daheim auf deinen Arsch, ne, wegen der Umwelt zuliebe. Ja, sapperlutten du. Ne? Aber ich sag euch eins, ne? Die mit ihren Fahrrädern, die rumfahren, die sind auch nicht umweltfreundlich. Umweltfreundlich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, sind nur die Fahrräder, die keinen Elektromotor haben. Die Fahrräder, die mit Elektromotor fahren, haben Millionen von Batterien dann irgendwann, wenn sie kaputt sind, in der Gegend rumfliegen, ne? Und regeneriert werden müssen oder entsorgt werden müssen oder was Gott was alles. Da denkt heute noch kein Mensch drauf, gell? Das sind ja Berge von Fahrradbatterien, die irgendwann dann überflüssig werden, ne? Und den Sorgungsmarkt überschwemmen. Wo fahren wir die dann wieder hin? Nach Äthiopien oder wo? Ne? Weil in Deutschland haben wir ja keinen Platz. Wo wollen wir die vielen Batterien lagern? Da fahren wir sie wieder irgendwo, weißt du, dann über, wo die armen Menschen da wieder ganz da das Quecksilber einatmen und was Gott was alles. Da denken wir dann nichts mehr drauf. Die Hauptsache müssen grün gefahren, gell? Umweltbewusst. Na, das war doch prima. Na, alter Opa mit 80 Jahren, so ein Möhler kann kaum laufen, aber mit 25 Stundenkilometer den Schwein vor der Sommerbadberg rauf. Tschum! Früher wäre er da nicht einmal aufgelaufen, hätte er das nicht geschafft. Jetzt wäre er mit 25 Stundenkilometern auf das Mühle und das Freile hinten drauf. Da setzt er mich überholen an, weil der die Batterie stärker ist. Ja, so ist auch der Welt eben mir allerweil. Dann kommen sie hin und sagen sie, wir haben was für unsere Gesundheit getan und für die Umwelt, wir sind Fahrrad gefahren. Ja, Scheißele! Nach einem Jahr sind eure Batterien verreckt, dann fahren sie nach Äthiopien gefahren oder was geht für ihn? Nigeria oder irgendwo, weil da noch Platz ist zum Ablagern für den Dreck. Naja, gut. Ich will mich nicht weiter aufregen, gell? Jeder soll seinen Spaß haben. Für mich langt's noch, bis meine Endzeit ist absehbar. Für mich reicht es noch. Ja, für meinen Enkel, ne? Da bin ich dran denkt, ne? Naja, gut. Jetzt habe ich wieder genug geschimpft, ne? Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und
Lass den Kopf nicht hängen. Die ersten Essen in Franken Filme kommen bestimmt. Und dann geht's wieder los. Hey Greta, wo willst du denn hin? Na, die sagt, ich schreise euch rum, hat sie gesagt, ich schreise euch rum, ich soll endlich aufhören. Also gut, ne? Schönen Tag noch euch miteinander.